Hi Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Super Metroid für den Super Nintendo. In Form eines Let's Plays. Im letzten Part habe ich gegen diesen komischen Bossgegner hier versagt. Total kacke von mir, ich weiß. Bestimmt die ganze Zeit auch hier schon Flame-Kommentare in den Comments, was für ein Kacknoob ich doch bin. Und ich muss dazu sagen, ja, es stimmt, ich bin ein Kacknoob. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Ah, okay, das war so ein komischer Parasiten-Pilz-mäßiger Typ. Dessen Schwachstelle im Inneren sich befindet und erst wenn er seinen komischen Panzer geöffnet hat, können wir ihm Schaden zufügen. Und auch diese komischen Freunde hier finde ich blöd. Die zocken mir hier schon die ganze Energie ab, ey. Ich bin jetzt schon wieder voll low, ey. Das finde ich doch blöd. Aua! Das kann doch nicht wahr sein, ihr. Vielleicht sollte ich mehr mit Raketen spielen, weil die wesentlich mehr Schaden machen. Jetzt komm, sterb, ey. Und bitte, ich möchte Energie haben. Ist hier noch so einer? Ist hier noch so einer? Nee. Na toll, ich bin schon wieder so low, ey. Das kann nicht sein. Nee, mit so wenig Energie kann ich mich da nicht reintrauen, ey. Ich muss da mehr Energie für haben. Am besten sogar voll. Aber das kann ich doch knicken, wenn diese komischen, ekelhaften Flugdinger da sind. Aua. Aua, Mann! Ich lass mich von jedem Kack treffen. Das kann nicht wahr sein. Es ging hier übrigens auch nach unten weiter. Ich weiß allerdings nicht, was da sich so befindet. Ein Power-Up auf jeden Fall laut Karte. Oh Mann, ey, das ist doch echt kacke, Mann. Ich laufe in jeden Mist rein. Ah. Okay, mal schauen, was es hier so gibt. Eine gelbe Tür. Da fehlt uns auch noch irgendwas, um da reinzukommen. Ich brauche Energie, Mann. Aber ich verliere mehr, als ich dazu bekomme. Weil diese Gegner alle so kacke sind. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Absolut nichts ist hier. Ja, das ist natürlich schade. Wie komme ich in die Tür dann da rein, in diese blaue? Mit dem sagenumwobenen Walljump vielleicht. Auch wenn ich bis jetzt nur glaube, dass das eine Legende ist und den gar nicht wirklich in diesem Spiel existiert. Ah! Es kommt von hinten auch noch so ein Sack, ey. Das ist ja unglaublich. Da ist ein Power-Up. Missiles. Zusätzliche Missiles nehme ich gerne mit. Dankeschön. Danke. Okay. Wir könnten hier weitergehen. Und diese komischen Blöcke sehen doch auch verdächtig aus, oder? Warum sehen die anders aus als die vorherigen? Oh. Okay. Noch ein... Was ist das denn? Ein Croissant. Nee, der Charge Beam. Der Charge Beam. Cool. Das ist ja toll. Heißt ja, ich kann jetzt meinen Schuss aufladen. Ja. Noch eine zweite Stufe oder nur die? Nee, nur die. So wie Mega Man können wir jetzt unseren Schuss aufladen. Das ist natürlich toll. Freut mich sehr. Jetzt muss ich irgendwie zurückfinden wieder. Ah, okay, hier. So, und zurück hier. Jetzt muss man hier natürlich durch. Mit Bomben kann man sich hochsprengen lassen. Und hier muss man den Charge Beam direkt benutzen, oder wie? Nee, hä? Nee, Charge Beam ist wahrscheinlich für die gelben Türen dann, oder? Ah, das ist alles so mystisch für mich. Alles Neuland. Metroid. Ich kenne es nicht. Und wie komme ich hier hoch? Dafür müsste man den Walljump können, aber den kann ich nicht. Und ich habe auch ziemlich wenig Energie. Oh Mann, ich möchte nicht sterben. Vor allem jetzt, wo ich dieses geile Power-Up gefunden habe. Ist das hier die Tür, die ich mit dem... Hä? Hä? Was mache ich denn dann mit diesem Charge Beam? Hier komme ich doch sonst gar nicht hin. Okay. Vielleicht von oben. Vielleicht von oben. Das ist noch eine Möglichkeit, die sein könnte. Oh nein, nein! Oh nein! Bin ich glatt in den Trick hier reingefallen. Das ist ja super fies, ey. Wenn man das Spiel schon kennen würde, würde man in diese ganzen Fallen natürlich gar nicht mehr reinlaufen, ne? Weil ist ja alles dann schon bekannt. Aber ich kenn's leider nicht. Und hier kann ich nicht runterfallen. Nee, okay. Zu der Tür kommt man also nicht. Das ist unmöglich, dahin zu kommen. Na gut. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als gegen den Boss zu kämpfen. Ah, ich hätte ganz gerne mehr Energie, aber habe ich leider nicht. Ich wette, ich sterbe schon im Vorraum des Bosses, weil da diese komischen Insekten sind, die mit diesen... Ach, hier kann man doch mit diesem Grappling-Hook-mäßigen Teil da rum... Mit dem Enterhaken quasi kann man da langhangeln sich. Okay. Was war hier nochmal? Ach, der Energie... Ah, nee, da komme ich zurück. Okay, zurück möchte ich nicht. Ich möchte speichern und dann nochmal gegen den Boss kämpfen. Oder es zumindest versuchen. Kann man hier vielleicht unendlich farmen für Energie? Ja, aber es gibt nicht so sonderlich viel pro Monster. Oh doch, hier ist ein dicker. Ich glaube, hier farme ich mal ein bisschen Energie.
Das ist ein bisschen lame, ich weiß, aber ich hab's nötig. Das ist eigentlich ganz praktisch. Durch diese Röhre kommen unendlich viele Monster und man kann Energie unendlich auffüllen an diesen Dingern. Dauert zwar ein bisschen, aber ja. Oh, der hatte gar keins dabei. Okay, 66 schon. Einmal noch, ne? Einen großen noch. Komm. Großen. Danke. Okay. Jetzt nichts wie weg hier, ohne uns treffen zu lassen von irgendeiner Wurst. Speichern. Und dann nochmal versuchen. Den Boss gegenüber zu treten, ne? Wir haben jetzt den Charge Beam. Ich weiß nicht, ob der uns eine Hilfe ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Müsste man mal ausprobieren. Obwohl, ne, man hat gar keine Zeit, den aufzuladen, glaube ich. Naja, okay. Einfach mal speichern. Wir haben jetzt ja immer den Vorteil, dass wir wissen, wie der Boss funktioniert. Und zwar muss man warten, bis er seine komische Panzerung da aufgemacht hat und dann in seine Weichteile schießen. Das ist ja auch immer eine beliebte Technik, auch beim Fußball und so. So, jetzt bitte nicht viel Energie verlieren auf dem Weg nach drüben. Ah, hier kann ich auch aufladen, das ist cool. Okay, jetzt diese komischen, ekelhaften Dinger mit ihren komischen Dingern. Ah, geil, mit einer Rakete sind die schon im Eimer. Das ist natürlich schön. Nein! Oh! Okay, ich sollte es nicht so rissen. Oh Mann, die machen auch so viel Schaden. Warum machen die so viel Schaden? Das mag ich nicht. Okay. Dann mal ab nach oben. Ich habe leider schon wieder nur noch wenig Energie. Also was heißt wenig? Immer noch ein Dreiviertel von meiner Maximalkapazität. Aber ich hätte gerne mehr. So. Jetzt müssen wir warten, bis dieser Boss hier kommt. Da ist er. Diesmal gebe ich sie ihm aber richtig. Weiß gar nicht. Die haben doch bestimmt auch eigene Namen, oder? Wenn man irgendwie ein komplettes Lösungsbuch hätte oder so, dann wüsste man bestimmt, wie die hießen. Und ich glaube, Metroid ist auch eins der Spiele, das ihre Gegner immer gerne recycelt, oder? Also es kann natürlich sein, dass ich jetzt komplett Schwachsinn labere, weil ich keine Ahnung von Metroid habe. Oh nein, jetzt sind diese Viecher im Weg gewesen und haben den Schüsse absorbiert. Getankt quasi. Ja, blöd. Metroid Prime würde ich auch ganz gerne mal spielen, ne? Ich glaube, das ist auch ein richtig geiles Spiel für den GameCube. Und ich glaube, das zocke ich auch irgendwann mal. Ich weiß noch nicht, ob privat oder in Form eines Let's Plays. Ah, nein! Die Musik ist sehr mysteriös und faszinierend für diesen Gegner. Und ich mag ihn schon jetzt nicht. Das ist ein ekelhaftes Ding, ey. So eine fleischfressende Pflanze. Kann es sein, dass das sowas ist? Wie heißen fleischfressende Pflanzen nochmal auf Latein? Die haben noch so einen geilen Namen, oder? Und ich treffe nicht! Der Raketendings hätte ich ganz gerne. Danke. Haha, eben abgestaubt und wieder in Deckung gegangen. Wie so ein richtiger Sniper. Ein richtiger Lamer. Jetzt komm, mach mal hier deine komische Dingsens wieder. Ah! Okay, ich sollte es nicht riskieren, so oft Schüsse landen zu wollen, wenn ich es eh nicht schaffe. Lieber einmal nur treffen und dann wieder zurück in Sicherheit. Dieses ekelhafte Ding, ey. Unfassbare Sache. So, jetzt hier kann ich aber treffen, ne? Einmal. Wunderbar, danke. Ich frage mich, wie oft man ihn treffen muss. Eine Rakete macht 100 Schaden, habe ich gehört. Ich weiß leider nicht, wie viel HP dieser komische Typ jetzt hat. Und diese komischen Pollen, die nerven mich auch, ey. Aber ich glaube, meine Taktik ist jetzt perfekt, ey. Ich weiß genau, was ich machen muss. So, tschüssi. Aua, Mann. Der wird immer schneller. Das gefällt mir auch nicht. Ich habe noch 11 Schüsse. Danach müsste ich sie wieder auffüllen, indem ich Pollen hier platt mache. Weil die können ja diese Raketen droppen. Aber ich möchte es ganz gerne schaffen mit diesem Vorrat, den ich jetzt noch habe. Aua. Nein! Okay. Alter, wie schnell ist er? Okay, ich habe noch 100 Energie aufgerundet. Die Hälfte ist quasi verbraucht. Und er ist schon in seiner zweiten Phase, weil er jetzt schneller ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er noch eine dritte hat. Aua, und er trifft mich einfach immer. Aua, Mann, er ist gemein. Er möchte nicht gegen ihn kämpfen, wenn er so gemein ist. Jetzt komm her, du Wurst. Ich mach dich noch platt in diesem Part, das verspreche ich. Oh Mann. Ich glaube, mein Safe Spot ist doch nicht so safe, wie ich mir ausgemalt habe. Nee, definitiv nicht. Und ich bin einfach nur zu langsam, um in meinen Morph Ball zu gehen. Da unten, auf einer Stufe weiter unten, wäre ich safer vor diesem Gegner, aber da kommen die Pollen immer lang. Ist natürlich auch blöd. Aber das kann doch nicht sein, dass der mich immer trifft, ey. Ah, okay, das war's. Danke. So, jetzt stirb, du elendes Ding, ey, du Tannenzapfen des Todes. Oh, Energie. Yes, aufgeflort. Und was gibt's hier oben? Neues Upgrade? Oder so?
Und warum ist die Farbe auf einmal so anders? Hä, gibt's nicht noch ein Upgrade hier? Ich komme noch gar nicht mehr zurück so. Ich kann noch gar nichts hier machen, um das Ding hier nach unten zu öffnen. Ich komme leider momentan nicht zurück. Und laut der Map soll es hier noch ein Upgrade geben in diesem Raum. Aber ich sehe es nicht. Vielleicht in den Wänden irgendwo, dass man eine Bombe legen muss oder irgendwie so Kram. Nee. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Keine Zeit verschwenden hier mit Sachen, die wir eh nicht finden können. Einfach mal nach oben hier gehen. Ich bin froh, dass wir diesen Boss geschafft haben, ey. Der hat mich ja ganz schön Nerven gekostet schon. Obwohl es noch einer der ersten Bosse im Spiel ist. Was gibt's denn in diesem tollen Raum, der gar nicht auf der Karte verzeichnet ist übrigens? Auf jeden Fall solche Typen wieder hier. Danke für Energie. Oh, und hier? Ah, hier kann man runter, okay. Zum Glück gibt's keinen Fallschaden, hoffe ich. Das ist nämlich ganz schön tief, wie wir hier fallen. Was ist das? Super Missile. Cool, Super Missile. Auch das gibt es also. Der ist bestimmt eine Nummer krasser als der normale Missile. Und der ist vielleicht für die grünen Türen jetzt zuständig. Man weiß es nicht genau. Kann ich ihn runden? Nee, okay. Sah so aus. Schade. Wunderbar, ein neues Item. Freut mich doch sehr. Oh, jetzt sind hier auch noch so viele von diesen... So viele von diesen Dingern! Hier brauche ich den Super Missile, da kann ich doch schon fast sicher sein. Yep. Nichts wie weg damit, sonst verballer ich meine Munition noch aus Versehen. Aha, okay, hier brauche ich auch eine Super Missile, um da hier... um hier den Weg freizuräumen. Okay, so, hier sind wir wieder. Oh nein, jetzt habe ich einen... Oh nein. Wenn man vergisst, den zu de-equippen, verballert man seine komplette Munition. Auch das ist natürlich toll. Okay, durch die grünen Türen kann ich jetzt gehen. Oben war eine gelbe. Oben war eine gelbe. Das bedeutet, ich muss hier nach unten. Okay. Okaychen. Machen wir doch glatt. Wir sind jetzt super skilled Ninjas. Ich könnte noch mal speichern eigentlich, oder? Ah, nee, brauch nicht. Ich sterbe schon nicht. Ich doch nicht. Wäre auch gelacht, wenn ich sterben würde hier. Ich bin schon einmal gestorben übrigens. So, hier brauche ich eine Super Missile. Zum Glück reicht eine von den Super Missiles aus, um die Türe zu öffnen. Okay, neuer Raum hier. Oh! Wer ist er? Toll, jetzt sind hier auch solche Röhren von der Seite auch noch. Ah, da war eine Super Missile drin. Wie komme ich hier hoch? Wie komme ich denn hier bitte hoch, ey? Okay, momentan noch nicht, ist die Antwort. Aua! Okay. Oh, hier, da, ich laufe auch in jeden Mist rein, ey. Ist ja unglaublich. Oh, jetzt auch noch er hier, ey. Oh, Mann. Das Spiel ist aber ziemlich schnell. Das gefällt mir. Und es ist auch vergebender als Mega Man. Also Mega Man wäre ich jetzt schon zigmal gestorben. Mal gucken, ob ich irgendwann mal ein Mega Man-Spiel Let's Play. Mega Man X4 ist, glaube ich, ganz gut für die PlayStation. Und Mega Man 7 für das Super Nintendo. Ach, solche Dinge kann man mit solchen Schaltern öffnen. Das ist ja auch interessant. Höchstgradig technologisch hier alles. Aber leider schon die Technologie komplett von Ranken überwuchert und von Aliens hier befallen. Jetzt komm, sterb mal! Okay, weiter geht's hier. Schöne Blumen übrigens. Ich weiß nicht, ob die giftig sind. Bestimmt, ne? Schöne Blumen sind immer giftig. Was ist das hier für ein laufender Kaktus? Hält zum Glück nichts aus. Und, was ist das? Eine Super Missile, okay. Oh, hier sind Stacheln an der Decke. Ich glaube, die sind nicht so gesund. Au. Okay. Ah! Was schießt denn da auf mich? Ich glaube, da komme ich so erstmal nicht weiter. Dafür brauche ich noch irgendwas Geiles. Oder vielleicht mit dem... Vielleicht mit dem schneller Laufen. Das muss ich nochmal ausprobieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Da muss ich einfach nochmal meinen Erkunderzwang hier austesten. Man kann ja schneller laufen mit der X-Taste. Ah, und da kommt man tatsächlich rüber. Das ist ja interessant. Da hätte ich auch in einem vorherigen Abschnitt des Spiels tatsächlich noch was geschafft. Und man musste das hier sogar machen, um hier weiterzukommen. Das ist ja interessant. Okaychen. Jetzt weiß ich auch, wie ich das eine Item bekäme. Tolle Wurst. Leider ist es zu spät. Und warum ist hier die Musik schon wieder aus? Das gefällt mir schon wieder alles gar nicht. Im nächsten Part erkunden wir dieses Mysterium, diese Schacht ist hier.
Sieht auf jeden Fall schon mal unheimlich aus mit diesen Pilzen, die ja von den Wänden kommen. Ekelhaft, ich hasse Pilze. Okay, im nächsten Part geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.